Hey meine neugierigen Freunde, wer wie ich um die 80er oder 90er Jahre geboren wurde, der darf sich zur sogenannten Generation Y zählen und hat vermutlich eine ähnliche Kindheit wie ich erlebt. Eine Kindheit ohne Internet, ohne Smartphones und ohne Messenger oder Dating-Apps. Meine Kindheit war geprägt vom Draußensein, egal ob es auf den Wiesen und in den Wäldern war oder auf den Straßen, unterwegs mit meinem Skateboard. Als ich im Alter von 18 Jahren dann bei einem Bekannten erstmals ein BlackBerry-Phone gesehen habe, war ich ehrlicherweise zunächst etwas verwirrt, denn mir leuchtete anfangs nicht ein, warum man so ein komplexes Gerät mit großer integrierter Tastatur braucht. Doch ich tat es ab als ein Spielzeug meines Bekannten, mit dem er seine Leidenschaft für Technik ausleben konnte. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass genau zu dem Zeitpunkt die große Welle der Smartphones losging. Und innerhalb von wenigen Jahren hatte jeder ein Smartphone, auch ich. Und das, obwohl ich anfangs noch daran zweifelte, wofür man so etwas brauchen könnte. Doch die Vorteile eines Smartphones schlichen sich sozusagen mit der Verwendung in mein Gehirn. Genauso wie der Hunger mit dem Essen kommt. Und heutzutage hat sich mein Gehirn und das von vielen anderen Menschen vollkommen umprogrammiert. Ich und andere können sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen, obwohl es früher in der Kindheit doch auch locker ohne ging. Denn so funktioniert unser Gehirn. Durch das oftmalige Wiederholen von Tätigkeiten und Reizen gewöhnt sich das Gehirn daran und integriert sie als Glaubenssätze. Und genau das wird das große Problem mit dem neuen Metaverse von Facebook/Meta werden. Das Metaverse ist eine virtuelle Welt, in die man mit einer VR-Brille komplett eintauchen und sich dort seine eigene persönliche Wunschumgebung erstellen kann. Anschließend ist es möglich, mit anderen echten, unechten Menschen zu interagieren. Man kann zusammen Spiele spielen, Sport machen, tanzen, arbeiten, fernsehen, sich unterhalten und irgendwann auch zusammen essen gehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Forscher arbeiten momentan tatsächlich an der Entwicklung von sogenannten Electronic Lollipops. Darunter versteht man Elektroden, die im Mund verschiedene Geschmacksrichtungen simulieren können. Über die Zunge wird dem Gehirn salzig, sauer oder süß signalisiert. So können Speisen und Getränke in der virtuellen Welt probiert werden, ohne dass sie real verfügbar sein müssen. Ein Forscherteam der National University of Singapore hat bereits einen digitalen Simulator entwickelt, der 4 Grundgeschmacksrichtungen synthetisieren kann, von salzig bis bitter. Der Geschmackssynthesizer besteht aus 2 dünnen Metallplatten, die auf und unter der Zunge platziert werden und so unserem Gehirn jeden beliebigen Geschmack simulieren können. Eine erschreckende Vorstellung. Ich lehne mich hier mal aus dem Fenster und sage, wenn das alles so eintritt, wie es angekündigt wird, dann ist das auf lange Sicht der endgültige Untergang unserer menschlichen Zivilisation. Denn dazu muss man nur einmal betrachten, was eine Zivilisation bzw. Menschlichkeit überhaupt ist. Menschlichkeit bedeutet, dass man ein endliches Leben besitzt, in dem man verletzlich ist und in dem man in der begrenzten Zeit, die einem zur Verfügung steht, seine Träume und Ziele in der Gemeinschaft anderer Menschen verwirklichen will. Wenn man nun in einer virtuellen Welt lebt, in der man jeder sein kann, der man will, jede Umgebung bewohnen kann, die man will, jeden Geschmack erleben kann, den man will, nicht verletzt werden kann und trotzdem mit vielen anderen Menschen interagieren kann und so ein Gemeinschaftsgefühl suggeriert wird, dann gehe ich so weit, dass dadurch sogar der Sinn des Lebens verloren geht. Für uns, die Generation Y, ist das vielleicht noch nicht so ein großes Problem, denn wir können uns aktiv dagegen entscheiden, Teil der virtuellen Welt zu werden. Wir kommen auch in der realen Welt gut klar. Aber was ist mit der neuen Generation, der sogenannten Generation Z? Sie wächst komplett mit dem Metaverse auf. Und wenn es ihnen genauso ergeht wie der Generation Y mit dem Smartphone, dann wird ihr Gehirn auf das Metaverse umprogrammiert. Wenn sie sich nur oft genug darin aufhalten und die Glückshormone genießen, die ausgeschüttet werden, wenn man darin der sein kann, der man schon immer sein wollte, dann kommen sie nicht mehr davon los. Dann erscheint die reale Welt irgendwann völlig unperfekt und langweilig, ja fast schon anstrengend und unnötig. So funktioniert unser Gehirn. Wir gehen immer den Weg des geringsten Widerstands. Wir lieben unsere Komfortzone und irgendwann sind wir vom Glück so überschüttet, dass wir nicht mehr verstehen, was Zufriedenheit bedeutet. Im Überfluss des Glücks werden wir unglücklich. Nicht umsonst gibt es das sogenannte Dopaminfasten. Dabei entzieht man sich aktiv bestimmten Glücksmomenten, um den Glückshormonhaushalt in ein ausgeglichenes Level zu bringen, sodass man tolle Dinge wieder besser genießen und erleben kann. Wenn die Generation Z im Metaverse alles bekommt, was sich der menschliche Geist wünscht,
dann werden Depressionen in der realen Welt vorprogrammiert sein. Der einzige Grund, dann noch aus der virtuellen Welt auszutreten, ist, eine erotische Beziehung mit einem Mensch des anderen Geschlechts einzugehen und zu erleben. Denn der Mensch braucht das, allein schon aus evolutionsbiologischer Sicht. So etwas kann man in der virtuellen Welt nicht bekommen. Oder etwa doch? Wenn man selbst Geschmack simulieren kann, wer weiß, was man irgendwann noch alles simulieren kann. Momentan konstruiert die Forschungsabteilung von Meta zusammen mit Wissenschaftlern der Carnegie Mellon University tatsächlich eine neuartige Roboterhaut, mit deren Hilfe Nutzer irgendwann Dinge in der virtuellen Welt fühlen können sollen. Mit dieser künstlichen Haut soll dann ein Virtual Reality Handschuh gebaut werden. Dieser soll virtuelle Elemente fühlbar machen. Das funktioniert über aufblasbare Gummipolster, die durch ein Steuersystem Druck und Widerstand spürbar machen. Kann man also irgendwann vielleicht Personen des anderen Geschlechts in der virtuellen Welt anfassen und so möglicherweise eine Erektion spüren? Eine verstörende Vorstellung. Momentan ist die Grafik des Metaverse noch einfach und bunt, aber sollte diese irgendwann in Richtung Fotorealismus gehen, dann wird das Schicksal der Generation Z wohl endgültig besiegelt. Wenn man in der virtuellen Welt perfekt schöne Menschen kennenlernen kann, warum dann noch in der unperfekten realen Welt suchen? Meiner Meinung nach ist das Metaverse der Tod der Menschlichkeit und des sozialen Lebens. Viele Menschen werden in Sinnkrisen und Depressionen fallen, denn wenn schon jetzt viele Menschen Probleme damit haben, ihren Sinn des Lebens herauszufinden, wie sollen sie es dann erst schaffen, wenn sie im Metaverse ein Popstar sind und im realen Leben nur in einem grauen Zimmer sitzen? Im extremsten Szenario stelle ich mir sogar vor, dass es irgendwann ähnlich wie in den Matrix-Filmen Gruppen des Widerstands gibt, die das Metaverse strikt ablehnen und dagegen ankämpfen. Vermutlich wären das eher Menschen, die nicht mit dem Metaverse aufgewachsen sind. Mit diesem Gedankenanstoß möchte ich dieses spezielle Video nun ausklingen lassen. Lasst mich gern eure Meinungen und Gedanken in den Kommentaren wissen. Schreibt mir auch, ob ihr Generation Y oder Z oder eine ältere Generation seid. Das würde mich interessieren. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.